Hallo meine Freunde des erhöhten Pulses. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, lass mir gerne ein kostenloses Abo da. Es ist verrückt, aber manche Parteien fordern, dass Pull-Faktoren abgebaut werden. Und das nicht erst seit gestern. Die CDU ist ja auch mittlerweile der Meinung, dass es Pull-Faktoren in Deutschland gibt. Und jetzt liegt der Welt ein Papier vor, was dies bestätigt. Wir hören einmal rein. Die drastisch gestiegenen Ankunftszahlen von Migranten und Flüchtlingen auf den griechischen Inseln haben direkten Einfluss auf die Migrationskrise in Deutschland. Das geht aus einem vertraulichen Papier der deutschen Sicherheitsbehörden hervor, das Welt am Sonntag vorliegt. Demnach sorgen Pull-Faktoren dafür, dass illegale Migranten von Griechenland nach Deutschland weiterreisen. So fordert die Opposition ja seit längerem, Faktoren wie großzügige Sozialleistungen zu streichen. Eine dramatische Seenotrettung vor Griechenland. Immer wieder zieht die Küstenwache hier Migranten aus Schlauchbooten und bringt sie an die Küste. Griechenland ist derzeit eines der größten Erstaufnahmeländer. In einem Geheimpapier deutscher Sicherheitsbehörden heißt es dazu, Migranten würden oftmals ihre Schlauchboote zerstören, um eine Seenotlage herbeizuführen und so eine Aufnahme zu erzwingen. Selbstverständlich müssen wir Menschen, die in Seenot sind, retten. Was aber nicht zwingend sein muss, ist, dass die Seenotrettung dann Richtung Europa stattfindet. Wir müssen da schauen, dass wir die Menschen dann wieder an die Herkunftsküsten zurückbringen. In dem Papier ist zudem von einer Verdreifachung der illegalen Einreisen nach Griechenland gegenüber dem Vorjahr die Rede. Insgesamt versuchten in den ersten 10 Monaten dieses Jahres 331.600 Menschen illegal in die EU einzureisen. Dieser Wert wurde zuletzt 2015 erreicht. Und viele der illegalen Migranten wollen direkt weiter nach Deutschland. Das Fazit des Papiers? Deutschland wird aufgrund bereits bestehender familiärer Bindungen und bekannter Pull-Faktoren Hauptzielland der irregulären Sekundärmigration bleiben. Wir haben ein klar definiertes Urteil vom Oberverwaltungsgericht im Saarland, das sogenannte Bett-, Brot- und Seife-Urteil. Alles darüber hinaus sind Luxusstandards. Und Deutschland, und auch das ist kein Geheimnis, geht weit über dieses Urteil hinaus. Insofern ist es kein Wunder, dass die Menschen sich das Zielland Deutschland immer wieder aussuchen. Derzeit verhandelt Griechenland mit der Türkei einen Migrationsdeal. Dass der zu weniger illegaler Migration nach Deutschland führen wird, ist aber nicht zu erwarten. Eine Sache möchte ich hier nochmal vorab sagen. Und zwar die Migranten, die sich dort ein besseres Leben erhoffen, diesen mache ich keinen Vorwurf. Ich würde vermutlich auch versuchen, das Bestmögliche für mein Leben und für meine Familie herauszuschlagen. Die Politik ist hierbei der Spielhebel, den wir haben, der das Ganze unattraktiv macht. Wir wundern uns, warum immer mehr Leute vorbeikommen, warum immer mehr Leute nach Deutschland wollen. Die anderen Länder können eigentlich die Grenzen komplett aufmachen, weil da werden die Migranten nicht bleiben. Bestes Beispiel Polen. Da gibt es halt nicht so Sozialleistungen wie hier. Da macht es auch den Leuten nicht so viel Spaß, da zu bleiben, weil da kann man sich nämlich nicht in die soziale Hängematte legen. Aber wenn man das früher gesagt hat, wo vor 1, 2, 3 Jahren, dann wurde man richtig böse angeguckt. Mittlerweile wird man immer noch böse angeguckt, aber es ist ja mittlerweile sogar die Position der CDU. Jetzt werden viele sagen, ja, die CDU, die macht ja sowieso nichts. Ja, das ist richtig. Aber zumindest sagt sie, sie möchte etwas machen. Wir wissen natürlich alle, dass das nicht passieren wird. Und solange die CDU nicht irgendwie etwas Wirkliches leistet, hat sie das Vertrauen in meinen Augen von den Wählern verspielt. Es gibt natürlich immer noch Leute, die diese wählen werden. Ich freue mich aber, dass jetzt auch in der Öffentlichkeit breit darüber aufgeklärt wird und gesagt wird, es gibt Pull-Faktoren. Das hätte man natürlich schon seit 2015 sehen können, aber das war ja damals noch alles ganz schön böse. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Meinung, die auf meinem Kanal aktuell vertreten wird, das ist ganz schön Mainstream. Die ist ganz schön am Trenden, diese Meinung. Vielleicht ist es aber auch einfach nur, weil viele schon immer diese Meinung hatten, aber sie mittlerweile aussprechbarer geworden ist. Im vorherigen Video habe ich ja schon mal gesagt, dass ich hoffe, dass die Ampelpartei noch 2 Jahre durchhält. Ich hoffe natürlich auch, dass danach sich politisch etwas ändert. Mit diesen Infos, die wir jetzt natürlich ganz überraschenderweise von der Welt bekommen haben, die drastisch gestiegenen Migrantenzahlen sind natürlich auch auf unseren Straßen spürbar. Noch nie war die Gefahr in Deutschland höher wie aktuell.
Und wir merken ja auch, dass irgendwie gefühlt jeden Tag irgendwie was passiert. Wollt ihr mehr über die Sache in Frankreich wissen, lasst mir gerne einen Kommentar da mit dem Hashtag Frankreich. Dann kümmere ich mich im nächsten Video um dieses Thema. Und großzügige Sozialleistungen, gerade für alle hier Hinkommenden nach Deutschland, gehören in meinen Augen abgeschafft. Das Beispiel in dem Video mit Brot, Unterkunft und Seife finde ich eigentlich sehr passend. Jeder, der mehr haben will, soll halt gefälligst arbeiten gehen. Was denkst du darüber? Lass mir gerne einen Kommentar da. Und dann hören wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Marvin. Ciao.